Achso, okay, gibt gar keine Introduction. Hallo, ich bin Julian, das ist jetzt. Wir haben uns eine Game Show überlegt, und zwar schon letztes Jahr. Und haben die auch schon letztes Jahr durchgeführt und machen das jetzt dieses Jahr wieder. Nimm mal kurz. Und, hallo. Also wir haben jetzt zweimal auf Six Degrees auf Wikipedia eingereicht. Wir sind zweimal auf Stage 6 gelandet. Wir werden nächstes Jahr One Degree auf Wikipedia einreichen, ist ja ganz klar. Und jetzt, same code as last year? Same code as every year, Julian. Sehr gut. Wir haben an dem Code nichts verändert, außer einen Bug reingemacht. Und werden deswegen, jetzt auch gleich loslegen. Deswegen sitze ich hier auch noch. Ja, also in meinem Laptop ist der Bug noch nicht drin. Ich schlage vor, ich erkläre ganz kurz, wenn der jetzt noch aufsetzt, worum es geht. Und danach suchen wir Kandidatinnen und dann erkläre ich das Verfahren. Also, genau. Six Degrees of Wikipedia ist ein Spiel, das folgendermaßen läuft. Zwei Kandidatinnen, die da sitzen werden, kriegen einen jeweils den gleichen Wikipedia-Begriff, zum Beispiel Wasserflasche. Und dann noch einen zweiten Wikipedia-Begriff, zum Beispiel Software-Bug. Und müssen jetzt von Wasserflasche nach Software-Bug kommen, indem sie sich durch die Wikipedia klicken. Jetzt ist es total einfach und langweilig, aber man darf die Kategorien nicht benutzen und sonst irgendwelche Übersichtsseiten nicht, sondern nur die Links, die in der Wikipedia selber verlinkt sind. Außerdem darf man keine Backbutton benutzen, weswegen wir auch nicht so direkt in der Wikipedia sind, sondern wir haben so ein Ding draußen rumgebaut, so ein bisschen Software. Die Schritte werden dann hier angezeigt. Das heißt, man sieht, wo die Leute hingeklickt haben. Ihr habt dafür Zeit. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, habt ihr ein Problem. Und ihr kriegt zusätzlich Punkte. Und zwar, wenn ihr mehr als 6 Schritte braucht, was erstmal wahrscheinlich ist, dann kriegt ihr Punkte abgezogen. Also pro Zeit, die ihr braucht, die ihr übrig habt, habt ihr Punkte und dann kriegt ihr nochmal welche abgezogen. Zusätzlich haben wir Boni versteckt und Mali versteckt. Also es gibt Seiten, auf die ihr nicht kommen solltet und es gibt Seiten, auf die ihr kommen dürft. Und welche das sind, sagen wir euch nicht. Wer letztes Jahr dabei war, hat da einen Vorteil, gebe ich zu. Ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen, außer wir haben fantastische Preise. Die Wikimedia Foundation hat uns Preise gestiftet, zum Beispiel Regenschirme und T-Shirts und Lanyards. Und da sind wir sehr dankbar und wir werden die Wikimedia Foundation auch dieses Jahr sehr oft erwähnen. Außerdem, und das ist ein Trost für alle, die nicht zu Murphy's Talk in Saal 4 gegangen sind. In Saal 4 gibt es jetzt einen Talk, und ihr weh, jemand geht, über Barkultur. Und da ist auf der Bühne neben Matthew Jörg Meyer, der Chef des Le Lion, das ist die beste Bar in Deutschland. Und die mixen dort Drinks und die liefern uns zumindest für die Teilnehmerinnen auch Drinks. Das heißt, wer mitmacht, kriegt auf jeden Fall einen Drink. Hallo. Es funktioniert nicht mit deinem Computer, wir brauchen wohl noch einen. Wir brauchen noch einen Computer. Das ist super. Gibt es noch Leute mit MacBooks? Hat jemand noch ein MacBook übrig? Gerät hier? Es muss nur ein Browser drauflaufen und sie müssen auch eine IP-Adresse sich zuweisen. Und warum geht es bei mir nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, weil du nicht mit einem Admin-Account oder nicht mit einem privilegierten Account hier drin bist. Ich habe keine Ahnung, aber okay. Das sind wir ja gewohnt hier von unserem. Also wer möchte uns noch einen Laptop stiften? Bitte, bitte, bitte. Du lockst dich mal mit dem ordentlichen. Wer möchte diese Show sabotieren, indem er keinen Laptop stiftet? Ja, wissen wir nicht. Der Spieler hat dann zwar einen Nachteil, aber wir nehmen probieren es. Wunderbar, genau. Ich muss mal gucken, läuft da ein ordentlicher Browser drauf? Gibt es da einen Firefox? Wunderbar, okay. Mach mal also an. Ganz kurz, es wird nachher irgendwie für eine bestimmte kleinere Menge an Menschen hier irgendwie Cocktails reingetragen. Ich freue mich schon sehr, Preise zu gewinnen. Ja. Und der Dabeisein ist sowieso das Einzige, was zählt. Genau. Deswegen wir uns sehr freuen würden. Wir haben 4 Runden geplant. Die ersten 2 Runden sind quasi das Halbfinale. Dann gibt es die Gewinner aus diesen beiden Runden, treten zusammen im Finale an. Und die Gewinnerin oder der Gewinner aus dem Finale tritt gegen die Gewinnerin von letztem Jahr an, das ist Autofokus und die kommt nachher. Okay. Und das ist unsere Endgegnerin und die gilt es zu besiegen. Wer das schafft, ist verdammt gut. Und dementsprechend, Autofokus ist gerade nicht hier, sonst würde ich sie auf die Bühne holen. Die schaut sich gerade noch ein bisschen in Saal 1 was an und kommt dann irgendwie nachher vorbei. Auf jeden Fall freuen wir uns darauf, dann hier auch nochmal unter Erwachsenen spielen zu können. Meldet sich denn freiwillig für die erste Runde? Ihr beiden, das finde ich total großartig. Ihr müsst noch kurz warten, bis dieser Laptop geht.
Aber kommt schon mal auf die Bühne, dann stelle ich euch vor. Ja, da ist so ein, da ist so eine ja, Stufe und da sind auch Stufen. Ja. Fantastisch. Mal gucken, ob dieses Windows Netbook hier ordentlich im Internet kann. Leander. Leander? Hi, Leander. Und du bist? TJ. Hi, TJ. Ihr könnt euch, wer schneller ist, darf sich, kann jetzt schon mal zu diesem Laptop sprinten. Okay. Ja, siehst du. Ich bin wahnsinnig schnell gesprintet. Sind wir durch? Haben wir? Moment. Aha. Ich hoffe, hoffe. Ich hoffe es auch. Ja, sonst bräuchten wir nämlich noch einen MacBook. Weil Windows 7 nämlich nicht kann. Aber ich glaube es ja nicht. Wunder und Zeichen geschehen, es funktioniert. Ja, fantastisch. Das ist auch noch ein Handicap mit diesem kleinen Bildschirm. Aber, ja, es gehe ich von aus. Du wirst es schaffen. Okay. Außer der Code hier funktioniert hier nicht. Der Code funktioniert nicht? Ich habe keine Ahnung. Das ist total super. Das hatte er ja letztes Jahr schon nicht. Das NoScript. Ja, kein Wunder, dass es nicht funktioniert. So. Ja, machen wir mal, erlauben wir das mal hier. Oh, ich bin beruhigt. Fantastisch. Ja, danke, ein Applaus. Danke. Ein Applaus für die beiden Kandidaten. Wunderbar. Nee, das ist Julians. Hättest du irgendwie Pence-Status mal setzen können für ihn, aber genau, gebt mal euren Namen ein. Ist gelockt. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge, ob ich erst Namen einloggen oder... also hier ist ein Name gesetzt. Es gibt einen TJ, Player 2, hast du Enter gedrückt? Nee, noch nicht. Oh, mehr Zeit hier. Enter? Letztes Mal nur eine halbe Stunde überzogen, das ging super. Nee. Unsere Software ist so gut, Leute. Okay. Cutting Edge. Hast du hier NoScript irgendwas drauf? Nee. Nein! Was ist denn hier los? Das hat sich wieder ins Republika-WLAN eingewählt. Zum Glück haben wir noch eine Stunde. Ja, zum Glück haben wir eine Stunde. Wäre schlimm, wenn nicht. Genau so jetzt. Andererseits bleiben wir auch, bis die Securities uns raustragen. Bühne geboot werden. Also bitte boot uns rechtzeitig von der Bühne. Ein Moment. System. Was machst du denn jetzt? Ich gucke mir hier mal die Systemeinstellung an. Ich bin beeindruckt. Wi-Fi, Guarana, Advanced, Bla, Fuzzle. TCP/IP, kriegt der nicht. Der hat noch keine sich selbst, der musste warten, bis der, genau, jetzt hat er eine. Hey. Ach, das wäre auch irgendwie uninteressant, wenn es einfach gäbe. Yay, jetzt, Leander, gib dich mal ein. Und drücke Enter. Ja. Oh, ja, fantastisch. Hey, okay, es geht los. Ja, TJ Player 2, das ist aber alles. Ich weiß nicht, hat sich das schon hier, ja. Yay, hat ein bisschen gebraucht, bis das irgendwie das Paket übers Netz war. So, wir starten die Runde, neue Runde. Wir machen mal eine neue Runde. Es geht von Brad Pitt nach 30 Days of Night. Okay. Steht das hier schon? Da steht 30 Days of Night, aber der TJ sitzt im Weg. Unsere Leute sitzen im Weg. Ist... Achtung. Aha, genau, damit ihr nicht spicken könnt. Das ist irgendwie ganz wichtig, dass wir hier... So, irgendwie... fantastisch. Ich gehe davon aus, dass 30 Days of Night ein Film ist, dann ist es von Brad Pitt ja nicht so schwer. Ja. Andererseits, vielleicht hat er da gar nicht mitgespielt und dann wird es ganz schön... Genau, ich starte jetzt mal die Runde. Ein Ding zur Erklärung noch. Ja, genau, weil ich noch nicht auf Start gedrückt habe. Ja, kein Problem, das ist alles lustiger Code. Es kann sein, dass das Ding langsam ist, es ist aber bei euch beiden gleich schlimm. Okay. So. Jetzt müsste bei euch der Artikel laden. Wir testen das jetzt. Ja, dann klick mal. Was bei dir? Funktioniert das nicht? Okay, reload mal. Yay, jetzt musst du nur warten, bis der... Genau. Also spielt mal gegeneinander. Klick dich durch nach 30 Days of Night. Ihr habt noch 279 Sekunden lang Zeit dafür, das zu tun. Während ihr hier klickt, wir sehen dann hoffentlich, was ihr hier anklickt auf der großen Leinwand, wenn es wieder klappt. Währenddessen nutze ich nochmal die Zeit, die Preise vorzustellen und sehr, sehr, sehr herzlich der Wikimedia Foundation für Frieden und Gerechtigkeit zu danken, dass sie uns auch dieses Jahr wieder unterstützt. Als Hauptpreis gibt es dieses Jahr einen Regenschirm zu gewinnen. Ja, für den Endsieger, Kugelschreiber, Schlüsselbänder und ein American Spirit Kerzenglas, das ich aus dem VIP-Bereich geklaut habe. Das ist ein Schnapsglas, oder? Gibt es heute zusätzlich. Kann man auch als Schnapsglas benutzen. Wir werden es nachher testen, ob es auch mit Schnaps funktioniert. Vielleicht mit Kerzenschnaps. Genau, mit Kerzenschnaps. Außerdem, guck mal. TJ hat sich schon von Bruce Willis nach 12 Monkeys durchgeklickt. Wow. Nicht schlecht, zu einem Film immerhin. Ja. Das Problem ist, du kannst die Filmkategorien nicht benutzen, also musst du... Ja, werden wir mal sehen, wo Leander, das noch langführen wird. Hast du schon mal wo draufgeklickt?
Nee, du liest noch aufmerksam. Sie macht es nämlich schlau. Sie weiß nämlich, dass es für jeden, Klick. Also es ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht, dass das Publikum Sachen reinruft, Tipps genau. gibt, Hinweise, mitmacht. Ihr könnt ja? Tipps geben. Ihr dürft euch nicht verschweigen, wenn ihr den Weg wisst, wenn ihr selber schneller seid. Alles gut, könnt ihr machen. Wenn ihr jemanden beeinflussen wollt, wenn ihr Lieblingskandidaten habt, ihr könnt gerne. Auch vollkommen könnt auch Müll auf erzählen. Die Bühne springen, einflüstern, wir werden euch dran hindern, aber hey. Und ansonsten bitte, gerne. Wunderbar. Also, Yay. Was? Hollywood. Ja, wenn du Hollywood... Wir sind schon bei Mike Myers laut meinem Dings. Das ist natürlich noch nicht angezeigt, aber dort. Ja, wir sind jetzt bei Mike Myers. Genau. Ja, immerhin. Aber Mike Myers hat wahrscheinlich mit 30 Days of Night nichts zu tun. Hat denn keiner eine Idee, wie es vielleicht aussehen könnte? Was? 30 Days of Night? 30 Days of Night. Ein Film. Aha, interessant. Okay. Wie würdest du das mal und sag dann ein. Steven Spielberg ist schon mal nicht schlecht. Wie wird es denn weitergehen von Steven Spielberg zu 30 Days of Night? Ihr habt noch 153 Sekunden lang Zeit. So eine Filmografie oder so? Egal, ob jemand von euch ankommt oder auch nicht. Es gibt danach Punkte, auf jeden Fall. Aber Filmografie ist eigentlich schon eine Übersichtsseite. Eine wird gewinnen, eine wird verlieren. Ah, Inglourious Basterds sind wir schon. Nicht schlecht. Von Mike Myers zu Inglourious Basterds. Wer möchte einen Wikipedia-Lerner? Niemand. Verdammt. Habe ich mir gedacht. Danke gedacht? An die... Wir werden die nachher im Publikum verteilen und wir hinterlassen im Zweifelsfall Müll. Julian, ich befürchte, was... Was denn? Brauchst du Hilfe? Ja, ich weiß es auch nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe noch 120 Sekunden Zeit, das Haus... Das ist, glaube ich, so ein Horrorfilm. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht lustig genug. Mach. So, jetzt wird es hier lustig. Machst du mir auch eins auf? Ja. Es ist aber wirklich auch so ein Millimeter am Laptop vorbei, nicht schlecht. Ist ja auch mein Laptop. Der hat schon Schlimmeres gesehen. So, wir können jetzt noch 88 Sekunden lang 30... Wunderbar. Days. Also das wird übrigens zufällig ausgewählt, wir können da nichts für. Vielen Dank. Genau. Es ist eine zufällige Auswahl, es waren die 500 populärsten Artikel von letztem Jahr, weil der Code seitdem nicht mehr angefasst wurde. 30 Days of Night ist ein Film, 6,6 Punkte in IMDb, jetzt von 2007, mit Josh Hartnett, Melissa Gorge, Danny Houston, Ben Foster, Manu Bennett, wer auch immer das ist, aber... Niemand weiß es. Schauspieler. Bitte? Josh Hartnett? Nächstes Mal machen wir Musik. Das ja, das wäre auch ganz gut. Es ging auch schon mal besser. Kein Problem. Director ist David Slade, Writer ist... Nee, egal. Es ist interessant. Filmjahr 2007 sind wir schon. Und ihr habt noch 45 Sekunden Zeit. 40. Filmjahr 2007. Nicht schlecht. Ja. Ich glaube, wir haben gleich einen Gewinner mit TJ. Ich glaube auch. Außer ich habe ihn verarscht. Ich glaube, der benutzt heimlich die Suchfunktion auf der Seite. Geht das? War auch kein so guter Film wahrscheinlich. Ich weiß auch, warum er nicht bei Filmjahr 2007 drin steht. Ich habe keine Ahnung. Das ist total einfach, warum er bei Filmjahr 2007 nicht drin steht. Ja. Weil wir in der deutschen Wikipedia sind und da ist er vielleicht 2007 gar nicht rausgekommen. Ja. Weil da gibt es so transatlantische Veröffentlichungsriten. So Zeitzonen und so, oder? Zeitzonen, genau. Vielleicht ist er... Timeout. Leon hat gewonnen durch... Die Magie der Punktebewertung, die... Nein, das ist ganz einfach. Warum hat Leander gewonnen? Klick kriegst du nämlich auch einen Punkt abgezogen. Leander hat nicht so viel rumgeklickt, ganz einfach. Leander, herzlich willkommen, du kommst in Runde 2. So. Also wir können eigentlich auch noch mehr Kandidaten machen. Ja, du kriegst natürlich einen Toastpreis. Und zwar, ich war heute bei Wikimedia und habe die schäbigsten Sachen verlangt. Sie haben einen Kugelschreiber und einen Wikimedia-Pin. Hey, danke fürs Mitspielen, TJ. Also, ich habe gerade mal die Zeit getrackt, wir können auch noch mehr Kandidatinnen machen. Okay. Das ist nicht, wir müssen das jetzt nicht so aufbeschleunigen. Da freuen sich so, drüber. Die nächsten beiden. Cool, ich schaue da. Ja, ich schaue auch nur dich an. Komm hoch. Ja, natürlich. Und du? Später. Das hat funktioniert. Hallo, das ist kein Problem, es gibt keine. Hi, du bist? Ich bin Maria. Hallo Maria, herzlich willkommen. Schnapp dir schnell den guten Rechner, bevor dein Mitspieler hier sich den schlechten holen muss. Wie heißt du? Sebastian. Hallo Sebastian. Setz dich hin.
ganz schwere Aufgabe. Setzt euch mal hin und gebt euren Namen ein. Genau, könnt ihr auch losgehen. Ich muss erst die neue Runde auswählen. Von Kurz-Tucholsky bis Kuschnell. Okay, wir sind schon wieder, also... Wir haben heute die ganz guten Sachen. Was ist Kuschnell? Wissen wir auch nicht. Weiß jemand, was Kuschnell ist? Wollen wir die Runde wegwerfen und eine andere machen? Ja, bitte. Ja, okay. Ah, du fängst mit Kuschnell an, du musst dann da weg. Ah, Kuschnell ist ein Weihnachtskuchen. Okay. Wollen wir das machen oder wollt ihr den Zufallsjoker? Okay, dann machen wir das. Also ist das französische Wort für Weihnachtskuchen. Okay, das französische Wort für Weihnachtskuchen. Jetzt geht es, ich klicke gleich auf Runde starten und dann fangt ihr an. Genau, da geht eine Wikipedia auf. Pass auf, ich starte jetzt mal die Runde. Genau. Klappt das? Ja. Ja, und da geht eine Wikipedia auf. Du klickst einfach auf die Links. Kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis sich das dann lädt, weil... Wer zu viel klickt, verliert. Genau, da passieren magische Dinge. Der Feenstaub wird umgerührt und... Ja. Genau. Eingeben geht nicht, du kannst nur klicken. Und du kannst nur die Seite durchlesen, du kannst... Ja. Pro-Tipp also, ist die... Der Player One hat seinen Namen nicht eingegeben. Das ist nicht so schlimm, der heißt einfach Player One. Ja, du heißt jetzt Player One. Herzlichen Glückwunsch. Oder hat seinen Namen eingegeben und die Software war buggy. Neuer Personalausweis unterwegs. Ja. So. Kann jemand Personalausweise fälschen? Ich fände das jetzt sehr lustig. Ich glaube, ich muss andersrum klicken nächstes Mal, dann geht das auch. Ja, also wir sind total, wir haben nicht nur neue Bugs eingebaut, sondern wir haben auch verlernt, wie man die Software bedient. Ja. Und das ist total gut. Das ist nicht aber so schlimm. Diese Software ist in einem öffentlichen Repository, das heißt, wer Lust hat, ein bisschen Node.js zu coden und für nächstes Jahr oder so alles noch viel, viel geiler zu machen. Oder sich einen Cheat einzubauen und dann zu gewinnen. Ja, ist dann eingeladen, das zu machen. Kann sich auch einen Cheat einbauen und dann fantastische Preise von der Wikimedia Foundation für freies Wissen, Freiheit, freies Bier, Gerechtigkeit und freie Software, freie Liebe. Genau. Freie Drinks für alle. Freie Drinks für alle. Wikimedia Foundation am Tempelhofer Ufer, freie Drinks. Ist das geht so? Dahin. Ja. Jetzt ist es so. Ich habe gehört, heute Abend gibt es eine Party. Nein. Genau. So, jetzt sind wir schon. Vom Ersten Weltkrieg zur Dritten Französischen Republik. Das ist schon mal ganz sportlich. Player 1 ist schon in Frankreich. Wow. Wow. Das ist schon Respekt, aber ich glaube, da kommt man nicht weiter. Ich hab heute beim Debuggen versucht, nach Deutschland zu kommen. Ich habe es nicht geschafft, nach Deutschland reinzukommen. Beim Debuggen? Ja, beim Debuggen. Es gibt Leute, die kommen... Das ist ganz schlimm mit Deutschland. Marseillaise. Respekt, aber ich glaube, er hat die französische Küche. Hat jemand Tipps? Marseillaise, ist das nicht diese Soße? Soße Marseillaise? Nein, das ist die französische Schnitzel. Okay, Marlena, wer hat Hilfe? Wobei, sind auf drei gleich auf eigentlich. Ja, ihr sagt ja gar nichts ein. Ruft mal mehr hinein. Weihnachten. Ja, Marseillaise, es gibt Weihnachten hat der Grinch gestohlen, das kannst du hier nicht finden. Weihnachten kommt in der Marseillaise nicht vor. Ja, aber ihr habt noch 145 Sekunden lang Zeit zu gewinnen. Gute Frage, ob wir Weihnachten in Frankreich überfolgen. Februar ist nicht schlecht, da bist du noch 2 Monate oder 10 Monate weit weg. Das hat ja letztes Jahr niemand gecheckt. Es gibt Bonuspunkte, wenn man über den Artikel Sascha Lobo kommt. Ja, doch. Den Sascha Lobo-Bonus hat niemand gekriegt? Den Lobo-Bonus, nee. Ja, schade. Also es gibt noch verschiedene andere Boni. Aber es gibt ein paar versteckte Boni, ja. Es gibt auch Mali, da waren wir, also ne, mit Erster Weltkrieg waren wir nicht so weit von dem richtig waren wir nicht so weit von dem bösen Malus weg. Nein, aber wir sagen nicht, was es ist. Crème brûlée? Crème brûlée gibt es keinen Bonus. Looping-Bonus! Also wenn man auf den gleichen Artikel nochmal kommt, was jetzt gerade passiert ist, dann ist man offensichtlich, kriegt man einen Looping-Bonus. Genau. Ihr habt noch 100 Sekunden Zeit. Weihnachtsfrieden, Erster Weltkrieg, wow! Respekt. Ich bin ja gespannt. Süßspeise ist nicht Noël. Ich wüsste nicht, wie ich diese Buchstaben eingebe. Aber du bist jetzt von französischer Küche sehr speziell zu Süßspeise sehr allgemein gekommen. Ja, das ist... Ja, man kann sich auch verschlechtern, das ist kein auch kein Problem. Problem. Player 1? Ja. Ja, das kann passieren. Bist du ganz in der Sackgasse, so ohne Links, ist auch cool. Ohne Links. Du bist bei Kuchen. Ja, bei Kuchen. Kuchen ist nicht schlecht. Kuchen ist super. Ich guck mal bei dir.
Schneller, 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 schneller. Ja, mach ich auch mal, ganz nervös. Hier, komm, mach mal hier. Nein, nicht bei rechts, freier Raum. Da sind schon die richtigen Buchstaben drin. Nee, aber ich will dich ja auch nicht nervös, ich mache ihn nervös. Kuchen, wenn schneller, 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 schneller. Also, es hilft auch nichts. Langsamer. Ihr habt noch 38 Sekunden Zeit, es wird spannend. Es wird sehr spannend. Berliner Mauer. Kann man Berliner auch Mauer. Aus Kuchen backen, haben sie damals aber nicht. Berliner Mauer. Ach, du meinst eine Berliner Mauer? Nein, nein, nein. Hier das ist Berlin auch schon gar nicht schlecht. Scheiß auf, das, wenn das Volk hungrig ist, soll es Kuchen essen. Ach, hier. Marie Antoinette. Marie Antoinette war das. Ja, aber. Ja. Ja, aber eine Berliner Mauer, da könnte man jetzt, aber, ja. Wenn das Volk keine Bücher hat, soll es halt Wikipedia lesen. Powered by. Oh! Aber ganz knapp. Ja, war total war knapp. Player 1, 57 ja. Punkte. Player. Haben beide nicht geschafft. Wir sind, bisschen, übrigens null. Wir sind ein bisschen enttäuscht. Es war aber auch knapp. Der Looping-Bonus hat dir leider nichts gebracht. Sorry. Möchtest du einen? Du kriegst jetzt einen Trostpreis. Nächstes Mal nehmen wir was Einfaches, genau. Ein Kugelschreiber? Ich hatte sogar zwei von der Wikimedia? Eine Anstecknadel kriegst du auch. Guck mal, die Wikimedia von der Schanz beschissen. Da ist gar nichts drin. Ja, bitte. Ja, bitte. Komm. Und hier noch ein Lanyard für dich. Genau. Yay! Preise ablehnen. Der Titel hat nicht. Gar kein Lanyard. Applaus! Hier! Wir so. Bräuchten zwei Reset. Neue Teilnehmer, da hinten war. Ich habe das gesehen, ja, ja. Wunderbar. Und jetzt nochmal jemand? Ich versuche das mal mit zuerst auf neue Runde. Das ist spannend. Von Xbox 360 nach Rihanna. Wer traut sich das zu? Hatten wir letztes Jahr nicht auch Rihanna? Hallo, du bist? Indie. Hi, setz dich mal an den coolen Rechner, Hi. Drücke Reload und... Wer heißt Ach, du? Scheiße. Georg. Hallo, Georg. Ach, das ist hier setz schon weiter auf Start, warte mal. Setz dich hin und schreib genau, Georg in den Namen Laptop. Hey. Hallo. Hi. ich glaube, da musst du nochmal Reload drücken. Ich mach's nächstes Mal doch wieder andersrum. Ich glaube, andersrum war richtiger. Ja, genau. War das auf Start? Ah. Mal, Georg? Hey, gegen Indie. Georg gegen Indie. Georg gegen neue Indie? Runde? Nee, Runde starten. Runde starten. Neue Runde von Xbox 360 nach Rihanna und los. Ja, ihr habt da 10 Sekunden Zeit. Es müsste sich jetzt bei euch... Es lädt sich nicht bei euch. Popkultur? Du sagst Popkultur? Guck mal nochmal Reload. Vielleicht legst du richtig, ja, aber... Reload, ja. Musik. Legst man doch lieber anders. Ja, Musik ist ein bisschen einfach. Genau, Rihanna ist, wo du hin musst. Xbox müsste sich hier laden, der Bitte? Artikel. Pac-Man! Was hast du gesagt? Von Xbox 360 sollte man auf Musik kommen, glaube ich. Hat sich nicht geladen. Ich hoffe auch, aber... Ob das der das kann schon sein, aber ob du da auf dem richtigen Weg bist. Okay, wir haben hier Habt ihr Hinweise? So, du als Veteranin? Stopp. Wir haben hier ein technografisches Malheur. Irgendwas ist schief gelaufen. Schade. Wir müssen das Ganze nochmal resetten und ja, wäre sonst unfair. So, dann drückt ihr nochmal zuerst Reload, bevor ich ein Thema ausgehe. Gib euren Namen mal ein, genau. Georg gegen Indy. So, dann drücke ich jetzt auf eine neue Runde. Von Linux nach Scientology. Hey. Ist es ja nicht weit, vielleicht. Na, über Sekten kann man sich... Über Sekten kann man sich immer stellen. Okay, wir machen ganz fix, Runde starten. Seid ihr bereit? Egal, 3, 2, 1, Risiko. 300 Sekunden so. Habt ihr Zeit. Hat sich das bei euch geladen? Vorschläge bitte aus dem Publikum Ding, jetzt. Sie macht irgendwie, drück mal Reload und gucken wir mal. Clear? Clear? Ja, Clear? Jetzt geht's. Gehirnwäsche. Genau. Gehirnwäsche. Linux und Gehirnwäsche, nicht schlecht. Sekten. Sekten ist gut. Sekten. Ja. Manche haben auch einen Stachel. Ja, aber. Das sind Insekten. Ja, genau. Linux hat ja nicht so viel mit Insekten zu tun. Eher so mit Pinguinen. Linux, ist das nicht der eine von vom Logbuch Netzpolitik? Ja. Ich glaube auch. Okay. Habt ihr schon wo draufgeklickt und es funktioniert nicht oder lest ihr aufmerksam? Ihr lest aufmerksam. Also ich finde das nicht schlecht, dass die Leute aufmerksam über Scientology informieren, aber soweit sind wir noch gar nicht. Genau. Andererseits, Leute, die sich aufmerksam über Linux informieren, auch nicht schlecht. Genau. Herrscher, irgendwas. GPL, General Public License? Nee. Bin mal so gespannt, falsch. Wie weit ich hier hingehen kann, ohne dass es pfeift. Ja, ist schon ganz gut. Ah, okay, das pfeift nicht. Und also, dann kann ich ja nachher noch zur Bar gehen. Das ist schon lustig, dass zwei Artikel, die eigentlich so im Gedanken vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt sein könnten, ja.
doch, glaube ich, ziemlich weit voneinander entfernt sind. Hey, da ist schon jemand bei der GNU General, bei Richard Stallman. Das ist nicht mehr weit nach Scientology. Richard Stallman. Ich habe gar keinen Stallman-Bonus eingebaut. Shame on me. Ja. Über Microsoft gehen, sehr guter Po-Tipp. Was sagt man lieber von Fenster? Richard Stallman nach Microsoft? Player, Klick. Weiß nicht. Funktioniert. Geht's? Ja, geht. Meine Software läuft 1A, voll stabil. Ich bin stolz auf dich. Bitte? Ja, auf Windows Netbook ist ja vorhin abgekackt. Ach so. Also wenn ihr auf Richard Stallman klickt, wird einfach automatisch umgeschrieben. Das ist nicht schlecht. Ja. Wunderbar. Operating System. Man kann doch mal über Free Software Culture, das Anonymous, Scientology. Du darfst nicht ins Dashboard. Das da Dashboard hilft dir auch nichts. Da stürzt höchstens das Ding sie ab und dann gewinnt er. Ja, ja. Religion. Freiheit. Freiheit. Freiheit ist total gut. Ihr habt noch 144 Sekunden Zeit für den Spaß. Wenn wir von Freiheit zu Scientology kommen, müssen wir bei der Wikipedia mal über den Freiheitsbegriff reden. Bitte? NGO? NGO. Online-Community, das ist ganz gut. Triebtheorie. Respekt. Applaus. Online-Community ist super. Ich glaube, er ist da auf dem richtigen Weg. Online-Community ist super. Wenn du die interne Suchfunktion von dem Browser benutzt, dann bist du schneller. Religionskritik. Religion. So, von Religion kommt man nicht nach Scientology. Nicht schlecht. Wer mag Indien helfen? Polit-Community. Also kommt langsam. Aber hey! So. Du musst dich jetzt beeilen. Du kannst noch gewinnen. Du hast noch 95 Sekunden Zeit, von der Cybergesellschaft zu Scientology zu kommen. Viel Spaß. Zum Beispiel. Ja, genau. Sag mal alle ordentlich ein. Ich muss schon sagen, Georg ist der Erste, der es hier geschafft hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Macht jemand ein Foto für diese History, bitte? Instagrafiert es mal, wer genau. So, komm, also du kannst jetzt nicht irgendwie, also wir geben das dir ja noch die musst Minute. Du musst jetzt noch 55 Sekunden lang klicken. Anarchismus, ja, vielleicht geht's da zu Anonymous und vielleicht geht's von da nach Scientology, wer weiß. Noch kannst du es in kürzerer Strecke schaffen, was ja, nicht mehr viel. Wir lassen jetzt das Publikum einen Countdown 35. Das macht ihn auch nicht nervös. Wir machen gleich einen Countdown. Bald. Erstmal trinke ich noch einen Schluck Bier. Ja, das ist gut. Oh, 23. Hey. Nachsozialistische Jugend. Ich glaube, du willst einfach deine politische Agenda hier durchdrücken. So, gleich Countdown. 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1. Das ist ziemlich gut jetzt. Respekt. Ich glaube, das hast du ziemlich gut programmiert. Ja, ich habe ja eine Exception. Du hast noch Zeit. Er hat versucht, während das Ding abgelaufen ist, irgendwas zu klicken und dann ist es in einen undefinierten Zustand gelangt. Ich würde mal sagen, Georg hat ein bisschen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Applaus, wir sehen dich in der nächsten Runde. Und ja, tut mir leid. Ja. Nicht so schlimm. Du kriegst den Trostpreis, du kriegst noch nichts, weil du bist ja gleich nochmal dran. So, wir hatten jetzt schon 3 SiegerInnen. Genau, und drücke ich mal den magischen... Können wir noch einen vierten ermitteln? Nochmal 2 Leute, die letzten beiden frischen Leute auf die Bühne, bitte. So, letzte Chance, noch den unheimlich tollen Wikimedia-Regenschirm zu gewinnen, der total praktisch ist, für wenn es nachher regnet. Ich möchte noch eine Frau sehen. Tasmo, du kannst natürlich gegen eine Frau antreten, aber mindestens eine Frau muss jetzt noch auf die Bühne. Mariah, ja? Ja, das hatten wir letztes Jahr. Wer hat eigentlich letztes Jahr gewonnen? Im Finale war doch Lucy gegen Lucy. Also, wir haben hier noch ein paar. Du warst auch noch nicht. Ja, wir haben jetzt streng auf ausgeglichene Quoten. Yay! Yeah. Hey.
Hallo. Und hallo. Möchtest du nicht auch einfach mitspielen? Genau. Du bist mal dazu gekommen. Ich stelle den guten Rechner. Jetzt mitspielen. Auf. Das ist der gute Rechner. Yay. Applaus. Genau. Ich weiß gar nicht, worum es geht, ne? Helene. Weißt du, worum es geht? Helene. Hi. Ich bin hallo. Wie heißt du? Paula. Paula. Hallo Paula, setz dich hin. Genau. Möchtest du, weißt du, worum es geht? Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Du gibst hier deinen Namen ein und dann gewinnst du. Außer wenn sie gewinnt. Also. Aber das ist nicht schwierig. Dann gib deinen Namen ein, dann musst du warten, bis da was erscheint. Du musst nicht durch die Wikipedia klicken. Ja, Enter. Enter, genau. Super. Also ganz kurze Erklärung, vielleicht sind da noch Leute zu spät gekommen. Genau. Du kriegst zwei Begriffe in der Wikipedia. Du musst dich vom einen zum anderen hangeln. Du darfst keine Kategorien und keine Übersichtsseiten sonstiger Art benutzen. Die Zeit läuft auf 300 Sekunden. Für jeden Klick kriegst du Punkte abgezogen. Wenn du am Ende, je schneller du fertig bist, desto mehr Punkte behältst du. Und es gibt zusätzliche Boni. Das heißt, du musst jetzt von Martin Sheen nach Cristiano Ronaldo kommen. Und genau. Zwar, indem du dich durch die Wikipedia klickst. Martin Sheen. Das steht dir aber auch da. Frauen sind in der Wikipedia unterrepräsentiert. Genau. Ja, deswegen machen wir auch was Neues, oder? 3, 2, 1 und... Okay. Los? Los. Genau. Jetzt lädt sich das bei dir mal wieder nicht. Ja. Drücken wir nochmal kurz Reload. Ah, es lädt sich nicht. Schon wieder technische Probleme. Jetzt, genau, alles gut, hat geklappt. Genau, du klickst es einfach von so lange, Martin bis du bei Cristiano Ronaldo rauskommst. Am besten Charlie. In die richtige Richtung klicken. Was? Chauvinismus? Homosexualität? Martin Sheen ist nicht homosexuell, oder? Handball? Nee, eben, aber wie kommst du dann? Ja, das mag sein, aber bei der Wikipedia steht ja nicht drin. Also ich glaube nicht, dass du da direkt zur Homosexualität kommst. Wer weiß. Wikipedia hat ja nur Fakten, wie wir alle wissen. Wie, Sportfilme. Bitte? Sportfilme? Sportfilme. Martin Sheen in der Rolle des Cristiano Ronaldo. Das will ich sehen. Das würde ich auch gerne sehen. Nein, wir wissen ja, die Wikipedia ist ja ein inklusives Projekt. Und außerdem sponsert ihr uns ganz tolle Preise, ganz tolle Kugelschreiber hier. Die Wikimedia Foundation für Liebe, Frieden, Gerechtigkeit und Freibier. Wer möchte ein Lanyard? Ja. Das Problem ist eher, wer fängt's oder kriegt's in die Birne? Achtung. Genau. Du heiratest als nächstes. Hey! Hey, unsere Vorjahr des Schwergewichts, Leichtgewichts, whatever, unsere Lucy des Jahres 2013. Genau. So, Martin Sheen zur römisch-katholischen Kirche. Das ist schon mal sportlich. Paula, ich finde es sportlich, aber ist Sport. Es ist sportlich ist nicht schlecht, weil Cristiano Ronaldo ist ein Sportler. Es war ein sehr sportlicher Klick. Prominent. Prominent. Prominent, ja. Aber wer ist in der römisch-katholischen Kirche? Ja gut, es gibt einen. Liste von Prominenten geht leider nicht. Listen Liste von Prominenten in der römisch-katholischen Kirche. George W. George Bush. George W. Bush. Benedikt der XVite. Benedikt ist Fußball... Nee, das war der andere Papst, der Fußballfan. Ja. Aber vom einen Papst zum anderen Papst ist es ja vielleicht nicht weit. Spaßfakt, der andere Papst wäre ja fast Profifußballer geworden. Ja. Bevor das Ronaldo kein Papst geworden ist. Nee, Cristiano Ronaldo ist nicht, das ist der Portugiese. Ihr habt noch 178 Sekunden, nee, 100 irgendwas Sekunden Zeit. Das ist total super, ich brauche noch mehr Bier. Lateinamerika. Aber der kommt gar nicht aus Lateinamerika. Genau. Papst Portugiese. Benedikt der so und so vielte fährt nach Lateinamerika. Das steht doch also bestimmt da irgendwo. Hätte George W. Bush jetzt Portugal angegriffen, hätten wir weniger Probleme. Also. Wer weiß. Wir hätten... Jakobsweg. Der Jakobsweg geht du auch kannst nicht scrollen und zwar mit zwei Fingern. Aber er grenzt an Portugal. Nach oben. Das ist ein Mac, da ist es andersrum. Ja, umgekehrte Apple-Notation oder wie das heißt. Ja, Amerika ist gar. Also ich würde auch, Helene. Ja. Da kam gerade der Tipp Amerika. Amerika ist gut. Amerika ist nicht schlecht als Tipp. Von Amerika kommt man an viele Stellen, außer nach Deutschland. Habe ich heute selbst rausgefunden, beim Debuggen. Na, weil du von Amerika auf Nordamerika, Südamerika kommst, Südamerika nach Brasilien nach Portugal und so weiter und so fort. Das ist ein sehr umfangreicher Artikel und da sind andere Länder verlinkt. Genau, 100 Sekunden. Respekt. Ja, da musst du mal hier oben mitspielen. Moment. Ja, du hast dich nicht gemeldet. Also, erzähl doch mal deine Schritte. Ja, Cristiano Ronaldo rückwärts. Portugal, siehst du, habe ich gesagt. Europa, auch nicht schlecht. Römisch-katholische Kirche.
Texas, yay! Wie kommst du jetzt zum sehr bekannten texanischen Fußballer Cristiano Ronaldo? Mexiko? Mexiko? Also wir haben, Paula, wir haben ja schon den Lösungsweg vorgegeben, weil du aus von Benedikt Portugal? Auch, keine Ahnung. Na gut. Wo ist Cristiano Ronaldo her? Ich habe doch keine Ahnung. Portugal. Von Mexiko nach Portugal. Genau. Schneller. Genau, ich muss immer ein bisschen hier. Klickt mal. Bevölkerung. Cristiano Ronaldo ist Teil der Bevölkerung. Ist schon mal ganz gut, ja. Cristiano Ronaldo ist bestimmt Teil der Bevölkerung und von daher auch von Bevölkerung verlinkt. Dogmatik, theologische Ethik. Voll super. Du bist auf dem richtigen Weg. Du bist auf jeden Fall. Völlig anderes Thema. Theologische Ethik, Fußball, passt, läuft. Also, ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg, aber nur nicht für dieses Thema. Religionsphilosophie, ja, die machen noch 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Helene hat gewonnen. Yeah, Helene hat gewonnen. Helene hat gewonnen, warum weil sie weniger Klicks hatte. Hey. Bei uns gibt es kein Unentschieden. Andere Mitspieler, da steht kein Name mehr. Deswegen, du kriegst noch Trostpreisungen. Guck mal hier. Oh. Oh, so. Yay, ein Lanyard und ein, kannst du Leute auf den Sitz legen, dann tun sie sich weh und ein Stift. Also. Wunderbar. So. Wir hatten Gewinner 1 und das war Leander. Genau, Leander, wir bitten dich Gewinner auf die Bühne. Gewinner 2, dessen Name mir nicht mehr einfällt. Georg. Player 1? Nein, das war Gewinner 3. Das war nicht 3. Georg, Georg war Gewinner 3. Wer, so. Player 1, wir bitten dich auf die Bühne. Genau, du warst Player 1. Genau. Und ihr spielt jetzt das kleine Halbfinale gegeneinander. Genau. Dann gibt es noch ein kleines Halbfinale, dann gibt es ein großes Halbfinale und dann gibt es das Grand Finale gegen Autofokus. Dann gibt es die Endgegnerin. So, habt ihr alle euren Namen eingegeben? Okay. Player 1. Genau, dann kriege ich mal eine neue Runde von Papier vom... Weiß jemand, was das zweite ist? Ich muss ein paar Papierformate. Okay, von Papierformat nach Gonorrhoe. Du weißt nicht, was Gonorrhoe ist? Durchfall. Das ehrt dich, dass du nicht weißt, aber das solltest du auch langsam mal wissen. Glaube ich. Ja, wir starten gleich. Ihr seht ja keine Bilder hier. Also, 3, 2, 1, 1. Drück nochmal Reload. Das ist dieses... Also, Leute, wenn jemand von euch nicht weiß, was Gonorrhoe ist... Papierformat, ja. Bitte benutzt Kondome. Ja, genau. Bitte benutzt nicht Google Images. Aber Kondome. Genau. Google Images hilft nicht gegen Gonorrhoe. Nee. Ja. So, Papierformat. Papierformat. Wie sieht's aus? Also, wenn das jetzt... Wow, vom Papierformat nach Französische Revolution ist schon mal enorm sportlich. Ich bin einfach baff. Player 1 arbeitet hier stark auf die Stilnote hin, glaube ich. Ja, eigentlich müssten wir hier noch so Stilpunkte vergeben können. Definitiv, wir brauchen demnächst noch so eine Stilwertung. Nächstes Mal. Aber das hilft ja nichts. So, Leander, hast du dich schon zwischen A4 und A5 entschieden? Ah, Heft. Heft? Von Heft. Also heftig kann Gonorrhoe auch werden. Ja, das kann passieren. Ist auch ein fieses Thema. In der Französischen Revolution? Ach nee. Aber im Ersten Weltkrieg hatten sie... Also vorher gab es gar keine? Ah. Ja, ich denke auch. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf unsere Sponsoren hinweisen. Aufklärung. Aufklärung ist schon mal enorm gut, ja. Aufklärung ist ganz wichtig bei AA-Dingen. Aber ich weise trotzdem nochmal auf unsere Sponsorinnen und Sponsoren von der Wikimedia Foundation für Liebe und Dings hin, die uns tolle Preise zur Verfügung gestellt haben und außerdem dafür zuständig sind, diese wunderbar großartige Enzyklopädie. Wer fängt? Wikipedia-Stifte? Will jemand einen Wikimedia-Stift? Yay!
Noch mehr Wikimedia-Stifte? Ja. Und noch ein Wikimedia-Stift? Will jemand ein Bier? Hey, Moment, das ist mein Bier. Jetzt ist es meins. Das war deins. Egal. Du kannst ja nicht das Bier. Tut mir dann leid. Dann haben wir nur noch eins. Na, wir haben noch extra, wir haben noch einen Notfallersatz-Backup-Bier. Möchte jemand ein Bier? Möchte jemand ein Bier? Wer möchte ein Bier? Teilt euch. Drei. Nein. Ihr macht das jetzt auf und dann gebt ihr es weiter. Geschlechterforschung. Ja. Das ist schon mal gut. Kastration. Von Butler zu Butt ist es nicht weit. Kastration. Von Aufklärung, Travestie, Kastration ist ja auch. Nach der Kastration sportlich. Ist die. Genau. Also ich würde denken, beide sind relativ nah aneinander. Ja. Kastration ist auch eine Forderung der Geschlechterforschung, insofern. Hey, Genitalbonus! Gib 3 Punkte und ihr habt noch 100 Sekunden Zeit. Ich glaube, wir kommen übrigens jetzt bei relativ vielen Boni vorbei, oder? Penis des Menschen? Ich habe mal in dem Artikel vor, aber... Das ist nicht einmal verlinkt, ne? Können wir helfen? Nee, jetzt. Das ist ja nicht fair. Das ist fiese bei der Wikipedia. Alles darf nur einmal verlinkt werden. Geh mal hoch. Bits sind kostbar. Geh mal runter. Deswegen muss man halt die Stelle finden, wo es verlinkt ist. Es ist übrigens total okay, dass ich ihm helfe, weil ich bin auch Moderator. Genau. Gender-Zeitschrift zum Beispiel. Penis des Menschen, nochmal Genitalbonus. Das ist nicht schlecht, dass man von Penis nochmal auf Penis des Menschen kommen muss. Das ist ja auch nur die Zeitschrift. ich dachte, jetzt wäre... Nee. Ihr habt noch 50 Sekunden Zeit, ungefähr. So genau ist die Uhr nicht. Ja. Geschlechtskrankheit ist gut. Nee, jetzt sind wir echt ein bisschen im Problem, so. Ihr habt noch nicht mehr viel Zeit. Dann gehen wir jetzt doch zur Geschlechterforschung zurück. Irgendwo muss es doch... Es gibt kein Zurück. Frauen- und Geschlechterforschung. Ihr sagt ja ein. Also es tut mir leid, ich wollte dir ja nicht helfen und jetzt habe ich es verkackt. Das hast du ganz schlimm gemacht. Ihr habt aber noch 20 Sekunden, um Julians Fehler wieder auszubügeln. keine Cheat-Tipps hier geben, ja? Das ist unsere Aufgabe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Leander gewinnt! Hey! Durch den magischen Feenstaub-Algorithmus. Ja, Player 1, wir danken dir für deine Anwesenheit. Du kriegst natürlich auch tolle, wertlose Preise. Also im Finale geht das nicht, durch Nicht-Klicken zu gewinnen, sag ich gleich. Ja, ja. Das lassen wir nicht gelten. Sonst wird... Bist jetzt auf jeden Fall im... Und ein Stift. Bist jetzt im kleinen Finale. Genau. Schreibe in der Wikipedia, soll ich dir sagen, von unseren Sponsoren der Wikimedia Foundation für Liebe und alles. Georg und... Helene. Georg und Helene. Ich bin sehr schlecht im Namen merken. Kein Problem. Ja, willkommen zurück. Ihr wisst ja schon, wie es funktioniert oder auch nicht. Alles im Krieg. Wir probieren. Wir wissen vor allem, wie es nicht funktioniert. Du trinkst ja mein Bier. Das ist jetzt, wir haben eh schon Gonorrhoe. Gut, habt ihr eure Namen eingegeben und sowas? Ja, okay. Ach, neue Runde. Es geht von Böse Onkels nach Stuttgart. Das ist ja ein relativ einfaches Ding. Okay, ich starte die Runde. Bald? Jetzt. Okay, das ist... Dann ist Sekunden Zeit. Das müsste machbar sein. Müsste in 3 Schritten zu schaffen sein. Deutschland, Nazi-Kacke, Stuttgart, sind wir gleich da. Über Nazis könnte man gehen, da kriegt man auch noch Mali, oder? Ich glaube schon, ja, Nazis sollte, ich frage mich, wieso es bei den Böse Onkels... Kriegt echt heftigen Abzug. Das ist eindeutig ein Bug, ich habe bei Böse Onkels keinen Nazi-Malus, aber das wäre auch fies. Na? Rock am Ring, Köln, ja. Stuttgart, also, alles da unten. Böse Menschen, böse...
Ich würde ja sagen, wo kommen die bösen Onkels denn her? Böse, ich habe aus der Nazi-Szene? Keine Ahnung. Aus Deutschland, ja, auch ganz offensichtlich. Stimmt übrigens erstens nicht. Trinklied. Irgendwie, die sind teilweise gar nicht deutsch, aber die sind irgendwie so, der eine ist doch irgendwie so... Kommen die aus Bayern? Ich dachte, die kommen aus Frankfurt. Frankfurt, Franken, alles dasselbe. Respekt. Helene, nicht aufgeben, du kannst es noch schaffen. Du hast jetzt noch echt Zeit, wenn du es in einem Klick schaffst. Also. Wenn du es in einem Klick schaffst, bist du kürzer als er. Und wenn du es schnell machst. Dann nee, geht's also die einzige Chance, die sie jetzt hat, ist es wirklich, wirklich lustig zu sein, sodass das gesamte Publikum so sehr applaudiert, dass wir keine Chance dass haben, dass wir mogeln außer, und sagen, du hast verloren. Oder einfach 10-mal auf Sascha Lobo zu klicken. Der Sascha Lobo ist auch nur 5 Punkte oder so. Ich glaube 10. Respekt. Aber ich weiß auch gar nicht, wie die Punkte eigentlich genau ausgerechnet werden, weil das habe ich im Vollsuff gemacht. Alkoholbonus gibt's nicht. Noch nicht. Stimmt. Bier? Bier ist schon gut, ja. Guck mal, Celine hier macht Bier. Gibt's auch dieses Tanzäpfle? Es gibt keinen Bierbonus. Nein, die Wikimedia Foundation discouraged Alkoholismus. Don't drink and edit. Wir haben hingegen Stifte zu verschenken. Möchte jemand einen Stift? Bier? Stift. Wir haben eine ganze Kiste Stifte. Gibt auch keinen Mate-Bonus. Noch mehr Stifte. Gemacht. Du hast noch 140 Sekunden. Das ist so viel wie Zeit wie bei Twitter. Entschuldigung, das war voll auf dem Kopf, oder? Du siehst nur noch Bier. Von lauter Bier siehst du Stuttgart nicht. Penis, menschlicher Penis, Tierpenis. Nein. Wie willst du denn von menschlichen Penissen nach Stuttgart? Ach so. Weinprobe, auch nicht schlecht. Die berühmte Weinregion Stuttgart. Von Weinprobe nach Sascha Lobo, das gibt's bestimmt den Link. Die berühmte Stuttgarter Weinprobe. Ja. Also. Sollen wir sie anzählen? Nein, ach, es sind noch 100 Sekunden. Na gut. Das ist noch eine ganze Menge Zeit, die wir überbrücken müssen mit doofen Sprüchen. Eiswein? Ich habe keine Ahnung, wie du nach Stuttgart kommen willst. Ich würde ein ICE nehmen. Ja, Eis. Weinkönigin. Eisweinkönigin. Rainer Brüderle ist nicht Stuttgarter. Von Eiswein zu Alkoholiker, Stefan Mappus, Stuttgart, ganz einfach. Wunderbar, Bahnhof? Eiswein. Ich verstehe hier nur Bahnhof, Lucy. Bahnhof! Genau. Eiswein. Ja, Eiswein ist auch so ein bisschen... So Eiswein und Sauerkraut. Sackgasse. Genau. Noch 30 Sekunden. Das schaffst du. Hab Vertrauen in dich. Weinbau in Rheinland-Pfalz schon nicht schlecht. Rheinland-Pfalz ist schon gar nicht so weit weg von Stuttgart. Stuttgart ist die Hauptstadt von Hessen, ne? Saarland. Stimmt, Saarland. Gibt es einen Saarland-Bonus? Nein. Aber wenn du auf Saarland kommst, dann musst du es umrechnen in Fußballfelder. Das ist auch nicht schlecht. Du hast auf 4, 3, 2, 1, 0... Georg hat gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Georg. Danke. Danke, Helene, fürs Mitspielen. Du warst ziemlich cool. So, du hast kriegst coole Preise. Kuli-Preise. So. Willst du noch so eine Anstecknadel? Von der Wikimedia Foundation für Gerechtigkeit und Frieden und freies Wissen. Und nun ja. Linux und Richard Stallman. Na gut. Keine Diskussion. Nein. Wir müssten was verteilen. Oh, wir müssen was verteilen. Videos für Wikipedia-Artikel, Wettbewerb. Okay, es gibt einen... Ich will auch.
So, wir hier liegen noch so Flyer. Wow. Hey, das ist ein Boomerang. Gibt einen Looping-Bonus. Looping-Bonus. So, genau. Georg, bleib gleich sitzen, lernen, da kommt auf die Bühne. Du bist schon hier. Vorfinale. Ja, Finale wird lustig. Genau. Gib mal deinen Namen ein, das kannst du ja wohl mittlerweile. Helene. Leander. Ja, ist alles schlimm hier mit den... Okay, so. Georg gegen Leander. Warte mal. Kannst du es nicht mit dem Mikro aufmachen? Da gibt es ja keinen Sound. Das ist verwirrend hier. Okay, wir machen eine neue Runde. Es geht von A Christmas Card nach Nekrolog 2010. Niemand weiß, was Nekrolog 2010 ist. Wir machen eine neue Runde. Es geht von Hamburg nach Sophia Tomalla. Wer ist Sophia Tomalla? Rudi Assauer. Wir machen eine neue Runde. Und es geht von Chlamydien nach Denial of Service. Das ist schön. Denial of Service ist, wenn... nicht so wichtig. So was wie Gonorrhoe, nur anders. Siehst du dann gleich. Okay, wir starten die Runde, bevor es jetzt so lustig wird. Also wer Chlamydien hat, der kriegt meinen Service auch. Genau. Rein. Jetzt lies aber nicht nach, was Chlamydien sind, sondern klick ganz schnell da weg. Denial of Service steht da oben auch nochmal. Genau, du hast ganz viele Sekunden noch Zeit. Genau, erstmal einfach weg. Hamburg. Ja, das war, weil vorhin Hamburg da war. Das ist ein Bug in deiner Software. Ah, das ist ein Bug in meiner Software. Ich will von Hamburg nach Chlamydien, das ist ja auch das naheliegendste der Welt. Naja, gut, also. Kann man schon kriegen in Hamburg, so ist nicht? Ja, ja, gibt's überall. Virus ist gar nicht so doof. Cybersex ist auch keine blöde Idee. Auch ganz also von wenn du von Cybersex Chlamydien kriegst. Viren, ja. Georg ist da ganz dann, fix. Ja. Viren zu... Jetzt gehst du ihm hinterher, oder was? Ja, das ist ja auch nicht nett. Das ist ja Schummeln. Versuchst ihn zu überholen auf derselben Strecke. Auch nicht schlecht, kann man machen. Gab's bis jetzt noch nicht den Versuch. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe noch 230 Sekunden. Viren 30? 227. Genau, Viren. Viren für 500? Viren für 500? Kennst du irgendeinen total tollen Virennamen, den man jetzt wissen muss? Ah, schade. Kommt da nicht der David Hasselhoff und singt die Viren weg? Ja. War da nicht sowas jetzt? Stimmt. Okay. Du möchtest eh kaufen? Also, hier gibt's kein E. Ist ja voll interessant mit den Viren. Kannst du im Girlie mal gucken, vielleicht gibt's da E. Museum für Naturkunde. Ich weiß ja nicht, Georg, du hattest so eine gute Idee und jetzt bist du so weit weg. Also Georg, ich bin enttäuscht. Jetzt hilft dem Lerner mal. Ja. Internet gibt's nicht, egal. Ich glaube, das war das Falsche. Krieg einfach mal irgendwo hin, wo es ganz viele Links gibt. Komm, bitte? Darf man auf die Begriffsklärung klicken? Natürlich nicht. Also alle Sonderseiten und sowas fallen raus, das wäre ja sonst völlig langweilig. Wir sind da ganz nett und freundlich. Es gibt übrigens eine Seite, auf die man, glaube ich, sonst von der Wikipedia nicht kommt, das ist nämlich die Startseite, das ist vorhin aufgefallen. Die sind doof, da gibt es nicht viele also, Links, da endest du nur in einer Sackgasse. Wie auch. Ja. Informationswissenschaft? Nicht schlecht, aber ganz schön viele Klicks, Georg. Keine Ahnung, aber ich würde Adjektive anklicken. Jetzt musst du aber auch dich sputen, sonst geht dein Plan nicht auf. Egal, ich darf das, ich sitze hier oben und habe ein Mikro. Wie kommst du dazu, das uns vorzuwerfen, als sei es was Schlimmes? Natürlich ist das Cheating. Adjektiv? Ja. Ich fand es gut. Adjektiv, genau. Ich bin beeindruckt. Informatik, nicht schlecht. Ja. Aber auch logisch, bisschen langweilig. Na, da unten ist nur Käse. Sprache, Computer, Sprache. Und dann ist man aber auch erst bei Informatik, aber mit weniger Klicks. Ja. Georg, du hast noch 96 Sekunden, deine Fehler wieder gut zu machen. 92. 90. Genau, Substantiv. Aha. Issativ, Illativ. Substantiv. Wo ist denn Georg bei Informatik? Der macht ja hier Dinge.
Firewall? Oi. Der hat noch eine Sekunde Zeit von Firewall nach Denial of Service zu klicken. Lerner, konzentrier dich auf deinen... Guck mal. Manchmal kommt man ganz in die Nähe, aber dann geht's doch nicht weiter. Zu meiner Sprache. Dumm. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt erzählen soll. Ich bin völlig von dem Virenartikel gefesselt. Von dem Adjektivartikel. Ich trinke lieber nochmal ein Bier. So, Sicherheitskonzept. Gab es keinen Link von Firewall nach Denial of Service? So, Sprachen? Ich kenne das. Das sind diese Links, wo du immer drum herumklickst, aber nie zum Ziel kommst. Kannst du auch mal Grammatik gehen? Ja. Habt ihr schon mal versucht, von China Grammatik nach chinesische Mauer zu kommen? Ist ganz schön schwierig. Aber ich war im falschen China, ich war in Taiwan. Also ich wollte dir, also vielleicht kommst du dann irgendwie auf Computersprachen und so, dann bist du nicht ganz so auf dem Holzweg, weißt du? Datenschutzkonzept ist super. Ja. 19, ja, 18, 17, 16, 14, 12, 13. Looping-Bonus! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leander hat schon wieder gewonnen. Hey, Leander gewinnt mit nur minus 30 Punkten. Yay! Unser Gewinner durch konsequentes Nichtklicken ist wieder Leander. Und Leander steht im großen Finale gegen Autofokus, die ich hiermit auf die Bühne bringen möchte. Einen großen Applaus für unseren letztjährigen Gewinner an Autofokus. Respekt. Georg war ziemlich super. Und weil er so gut war, geben wir ihm... Jetzt musst du dich anstrengen. Du musst weniger... Genau. Womit habe ich das verdient? Genau. Georg, weil du so gut warst und es ein bisschen halb verdient, kriegst du 2 Lanyards, 2 Kugelschreiber und 2 Pins. Wow. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. So, Lucy. Ich bin doch nur die versoffene Vorjahres-Champion. Yeah? Genau. Lucy. Total abgehalftert, das ist wie bei den Hunger Games. Genau, du bist quasi unser Fefe. Ich weiß nicht mal mehr, wie das Spiel geht. Also du hast gute Chancen. Genau, wir spielen jetzt Things Lucy Didn't Know Last Time. Ich wurde nicht gefragt, ob ich das hier machen will. Ja, um zu gewinnen, musst du weniger klicken als Lerner. Genau. Und du kriegst auch den schlimmen Computer. Also den... Ich hab doch mein Wikipedia. Den süßen Kleinen. Schon. Aber es, hast du nicht einen Freund, der einen braucht? Okay, hey. Lucy gegen Leander, so. Das Deathmatch. Neue Runde und wir warten. Erst auf neue Runde klicken. Neue Runde klicken. Von Sex nach Kommunismus. Hey. Okay, wir machen es kurz und schmerzlos und starten die finale Endrunde. Ich glaube, wir werden hier schon gleich rausgeschmissen. Ganz schnell. Ihr habt 299 Sekunden Zeit. Kommst du uns rausschmeißen? Nee, alles gut. Super. Auf jeden Fall von Sex nach Kommunismus Respekt. Ja, von Sex nach Kommunismus. Das hast du doch eingebaut, das war doch... Nein, das ist reine Zufalls... Reine, bisschen deterministische Zufallsarithmetik. Ja. Ihr kriegt das super hin, ihr kriegt... mit Kommunismus. Mit Kommunismus und Sex hat... Sex, sowas wie Freiliebe, Alt-68er... FKK. Lucy, wie kommst du denn von Sex auf deutsche Mark? Nicht schlecht. Deutsche Mark ist super. Von Sex nach Kommunismus. Ich schaffe das in 2 Klicks. Sex, Linux, Kommunismus. Das ist total einfach. Aber ich will euch in meiner Wikipedia geht das in einem. Ja. Ich habe keine Ahnung. Sowjetische Besatzungszone, nicht schlecht. Okay, Lucy bleibt einfach weiter. Also. Ich glaube, Lucy wird sowas so wie unser Andreas Bog. Dann gib doch mal Leander einen Tipp. Genau. Bitte. Leander, klick doch mal auf Kommunismus. Gibt's nicht, okay. So, wer möchte Leander einen richtig guten Tipp geben? Was er als gibt's da sowas wie Alt-68 oder 68er? Sexuelle Revolution. Oder BDSM. Sexuelle Revolution, Leander. Alles. Revolution gibt's nicht. Krieg das mal an, das ist total gut. Genau. Yeah.
Ach, BDSM. Ah. Hey, Lucy ist da. Okay, jetzt helfen wir alle mal Leander, weil Leander sich jetzt gut und tapfer schlägt. Ja. Der jetzt verdirbt die Kinder. Falschbehauptung nach Kommunismus ist gut, ja? Es geht schon mal in die Richtung. Genau, Lucy, hilf mal. Wir können das nicht, wir sagen das Schwachsinn. Lucy kann das. Moment, ihr habt noch 140 Sekunden. Oh. Es ist ein weiter Weg zum Kommunismus. Sieh mal nach Kommunismus. Oder vielleicht ist der Kommunismus näher, als man denkt. Wer weiß. Das war ja... Und... Ja, aber sowas von knapp. Ja, das war enorm knapp. Aber eigentlich hast du ja auch gewonnen, weil außerdem du warst von allen, so viel geübt letztes Jahr. Von all diesen Leuten außer Lucy warst du einfach die allerbeste. Und deswegen kriegst du den Regenschirm und Lucy kriegt das T-Shirt. Ist das fair? Findet ihr das gut? Hey! Ich will weder Regenschirm noch... Ich habe schon den Ruhm von letztem Jahr, ja? Ich durfte hier als Endgegnerin auflegen. Lucy, danke, vielen Dank. Danke, dass du wieder Endgegnerin warst. Danke sehr. Es war mir eine Freude. Genau. Vielen Dank. Und ihr kriegt noch... Ich habe schon einen Regenschirm! Dann kannst du den auch noch haben. Hast du schon ein Lanyard? Jetzt hast du eins. Ich Dankeschön. Will nicht mehr. Genau, jetzt gibt's auch Stifte und... Dingsies. Jetzt verabschiedet genau. Mal die Leute anständig. Hier gibt's auch Dingsies. Ihr werdet doch jemanden töten mit Lanyard, diesen Stiften. Passt auf eure Augen auf. Hier ist noch ein Lanyard. Yay. Habe ich jemanden getroffen. Danke fürs Kommen. Danke für, dass ihr uns ausgehalten habt bei der diesjährigen 50 Shades Dankeschön. Of Wiki Game. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Danke für eure Anwesenheit. Nach Hause. Ich hoffe, bis nächstes Jahr. Wir sehen uns alle bei der Tasse Bier und bis zum nächsten Jahr, wenn es dann heißt One Degree of Wikipedia auf Stage 1. So. Okay.